So lala. Willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt, dem Spiel, was ich in letzter Zeit sehr unregelmäßig aufnehme, weil ich im Real Life zu tun habe. Und gerade auch heute nehme ich die Folge in hier kurz morgens auf, weil ich kurz Zeit habe. So, wir suchen, davon jetzt mal ab von irgendeinem Satorischen. Wir versuchen mal heute, ob wir heute Hammond treffen, aber ich glaube, jetzt müssen wir ja relativ ungestört durchkommen, nachdem wir all seine Männer getötet haben. Weh, jetzt kommen wir gleich noch mehr. Insofern hoffe ich, dass das hier gleich mal ein bisschen besser läuft. Also müssen wir schneller. Aber wir würden ja letztes Mal schon Hammond treffen. Vor allen Dingen, wozu ist eigentlich Lambert hin? Ich dachte, ich wollte mich mit denen hier treffen. In diesem Ort hier. Und jetzt einmal nicht mehr. Das verwirrt mich. Also, ich habe auch irgendwie komplett die Story von. Was gibt's denn hier noch? Das sieht hier, diese ganzen Buchten hier, das sieht irgendwie alles so nach Höhlen aus, die es eventuell irgendwo noch geben könnte. Also, hier gibt es einen wahrscheinlich zu viel gegessen. Ein sehr religiöser Mann. Ja, das wussten wir schon, oder? Oh. Was ist das für ein Mini-Drache? Das ist eine Wiver, ich weiß, aber trotzdem. Hier gibt es Wivern, gut zu wissen. Vielleicht können wir da noch. Ach, da ist der Strand. Vielleicht können wir da noch was jagen, wenn es hier Wivern gibt. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hingucken hier nach. Mir fällt gerade eigentlich mal zum Friseur. Also, sowohl mit Geralt als auch in Real Life. Wo ich den gerade so sehe. Alter, das wussten wir, das hat Hammond, glaube ich, schon erwähnt, oder? Ja, die muss ich ja mal. Ach, der hat doch mal seine persönliche Leibgarde mitgenommen, verflucht. Die muss ich ja wohl auch noch töten. Ärgerlich. Götter des Meeres, ich habe euch die Geschenke nie missgönnt. Schenkt mir einen weiteren Sieg, dann werde ich euch einen Teil der Beute opfern. Lass dich von mir nicht stören. Verdammt, was jetzt? Ach so, so war das, wir wollen ihn gar nicht haben. Ich habe gehört, dass du zu Karadins Bande gehört hast. Sag, was du willst, verdammt nochmal. Spuck's aus, du arschkriechender Bastard. Das ist ganz schön fett, der Typ. Ich suche Yad Karadin. Und wer zum Teufel bist du? Ein Freund eines Freundes. Ich suche Karadin. Vielleicht könnten wir eine Abmachung treffen. Gefällt unser Geschäft ein paar Arschlöchern in Novigrad nicht? Verfluchte Gilden! Kommt! Worauf wartet ihr? Macht den verdammten Scheißkerl kalt! Schlechte Idee. Ja, wirklich schlechte Idee. Oh, vor allem, wenn ich den Berg runterrolle. Ups, ich habe gerade auch selbst das Bildschirmsignal eigentlich nicht geschafft. Also verrät er mir ja auch nichts, oder? Warum brennt Hammond eigentlich so gut? Aha, ich habe ihn. Bringen wir es zu Ende. Ich finde ja mittlerweile bin ich halbwegs gut darin in Kämpfen. So. Jetzt verrät er mir aber gar nichts mehr, oder? Achso, er hat einfach was beides. Das macht es natürlich einfacher. Ja, ich suche ja Yad Karadin nicht, Hammond. Das kam mir gerade auch so im Hinterkopf noch hoch, dass ich gar nicht den Typen suche, sondern jemand anders. Und Hammond nur Informationen hat. Ach, eine Karte und ein Goldring. Ich habe übrigens sagen lassen, dass Monsterdecks schlecht sind. So wie also zu meiner Hoffnung, ein Monsterdeck zu bauen. Ah, die, ach so, hier. Naja, das ist. Kann ich hier alle Kerzen ausmachen? An seinen Schrein? Der sieht übrigens sehr strange aus, sein Schrein, den er hier aufgebaut hat. So. Schade, keine Reaktion. Hätte sein können, dass hier ein kleines Easter Egg gibt, wenn man auf seinen Schrein einfach alle Lichter ausmacht. Na gut, so wie dazu. Oh, wir haben schwer so viel Zeug. Platz habe ich noch. Na, geht noch. Gibt es eigentlich noch größere Satteltaschen? Wahrscheinlich, oder? Amerikanische? Meine 100 Kapazität ist schon echt viel. Ein Goldring? Achso. Schon mir gehört, wer schon den Tante ist. Das sammelt sich hier aber auch an. Tafelgeschirr, Ziegenhaut. Mann, egal. Lesen wir doch mal den Brief, auf eleganten Briefpapier verfasst. Oh, wo? Hammond. Ich dachte, ich wäre bei unserem letzten persönlichen Gespräch deutlich genug gewesen. Ich möchte nicht mit dir in Verbindung bleiben und vor allem möchte ich keine Geschäfte mit dir machen. Ich zweifle nicht daran, dass es dir von den vorgeschlagenen Geschäften profitabel sind. Trotzdem kurz gesagt, ohne mich. Es gibt genügend andere potenzielle Käufer in Novigrad. Goldschmiede, Juweliere und Händler, die mit Luxuswaren handeln, zum Beispiel. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Wie du dich auch entscheidest, ich wünsche dir alles Gute. Betrachte diesen Brief als letzten Abschiedsgruß. Karadin. Ja, ist das in Novigrad oder was? Triff Lambert in der Taverne im Nirgendwo. Wo ist denn die Taverne im Nirgendwo? Ja gut, das hat sich für mich jetzt gerade so angehört, als wäre allerdings doch wieder ein Novigrad. Ich dachte, er hält sich in Skellinger auf. Zumindest kam es beim letzten Mal so rüber. Ich weiß übrigens nicht, was ich nach dieser Quest mache. Ich muss dann im Brief noch mal gucken. Ich überlege, ob ich noch Umweg fahre, aber da hängt gleich noch so viel Zeug mit dran. Muss ich einen Riesen erschlagen? Ich will die Schmiede da raus und dann noch was möchte ich dann noch machen. Umweg könnte echt lange dauern.
Das muss ja gucken, ob ich in irgendeine Quest noch dieser dämlichen Insel habe, wenn ich schon mal hier bin. Hey, Ziegen. Was ist denn der Wegpunkt hier weg? Da unten ist das erst. Ich bin mir gerade so vor, als wäre das irgendwie näher dran gewesen. Ja, die haben mal die, es mussten ja alle sterben. Wahrscheinlich hätte man sich mit denen noch irgendwie friedlich unterhalten können, mit dem Dingsbums, wenn ich nicht all seine Männer erschlagen hätte. Naja. Achso, das ist ganz woanders. Das ist schon wieder Novigrad. Na gut, das macht doch Sinn. Taverne nirgendwo? Die lange Suche nach Zielen. Ach. Man kann sich übrigens auch ein. Dafür kann man sich wiederum einen Mod runterladen, der diese Videos wegmacht. Aber beim ersten Mal würde ich die halt gerne sehen. War der Schlüssel, um Ciri wieder zu. Aber langsam reicht's. Weil gerade wenn man Nebenquests macht, dann ändert sich das Ding hier halt sehr schnell. Also sehr lange gar nicht. Dann ist es ein bisschen langweilig, das Teil wieder und wieder und wieder zu sehen. Jeder Gegenstand trägt zum Gesamtgewicht bei, das du schultern musst. Verwalte dein Inventar also klug. Du kannst deine Kapazität erhöhen, indem du dein Pferd mit Satteltaschen ausstattest. Boah, ich kann nicht vorlesen. Das kommt auch, wenn man früh im Morgen zockt. Oh, mir läuft die Nase, ist ekelhaft. Ups. So, haben wir eigentlich noch was anderes in Novigrad? Warte mal, hier vorne ist noch ein Händler, oder? In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen. Das Feuer ist echt. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Ja, dann reden wir doch mit dem Kaufmann. Jetzt. Willkommen, willkommen. Ich finde diese Brillen... Was hast du denn da? Ich finde diese Brillen, die die alle haben, übrigens mal mega lächerlich. Was habe ich hier noch? Besserter Sattel, der kann auf jeden Fall. Ich habe doch hier noch... Ich habe doch hier noch mein ganzes... Was ist das denn? Eine Muschel? Schweinehaut. Was ich hier noch nicht wieder alles habe. Vor allen Dingen, der Händler hat Urs-Geld. Und der nimmt mein meistes Zeug einfach nicht an. Also. Na gut, hier Eisbärenfell ist halbwegs wertvoll, aber. Das schwarzmagische Puppen habe ich mit Level 2. Habe ich mit Level richtig viele, aber die sind noch nichts wert. Aber die wiegen auch nichts. Muscheln. Oh, weißes Wolfsfell ist tatsächlich halbwegs viel wert. Was ist das denn hier? Und Tintenfass? Es kommt davon, dass ich mal alles, was ist das denn hier? Ordentliche Summe, 6 Gold. Steinmedaillon, habe ich das schon mal für irgendwas gebraucht? So, möchte mir nur was anderes abnehmen? Was ist denn das überhaupt für ein Händler? Ist der ein Tanthändler? Nee, Essen hat er auch noch. Also so würde er mir abnehmen. Kaufen tut das nicht. Was ist das denn hier eigentlich? Silberne Pantalons? Wirklich? Silberne Hosen? Wie sind die denn gemacht? Jo. War jetzt ehrlich gesagt nicht so erheben. Bis dann. Ich suche eigentlich jede Gelegenheit zurück. Warte, hier vorne war doch eigentlich. Nee, das war hier der Buchhändler. Ich wollte gerade sagen, hier war doch. Aber wenn wir gerade schon mal in Novigrad sind, könnte ich die andere Geschichte machen mit dem Schmied, ne? Das ist am Hafen, das würde sich hier anbieten. Das ist mittlerweile mein Levelbereich. Und das sollte ich eigentlich auch hinkriegen. Leute, Leute. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wer diese zwielichtigen Personen sind. Zu was die gehören. Oder zu wem. Weil die gehören nicht zu Bettlern, oder? Und seinen Bettlern. Was die ursprünglich im anderen. Weil der hat jetzt tatsächlich seine Armee von Bettlern, die einfach irgendwo rumstehen. Taverne in Nirgendwo. Also eigentlich ist die Taverne in Novigrad. Weil nirgendwo ist. Oh. Die Leute in Wiesima hungern. Die Leute in Wiesima hungern? Ja, müsste da nicht eigentlich Novigrad ein. Quatsch hier. Novigrad. Müsste da nicht eigentlich. Wie heißen sie? Die Schwarzen müssten die ja nicht ordentlich versorgen. Wie heißen die denn? Die Nilfgaarder. Genau, wenn die da residieren, die müssen da sicherlich ein bisschen was hinfahren, oder? Ah, der gute Lambert. Am Kartenspielen. Warum hast du so lange gebraucht? Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad. Und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste. Verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Aha. Gibt's Neuigkeiten über Selyse? Nun, du warst nicht da, um für ihr Leben zu bitten. Ah ja, okay, so viel dazu. Ja, dann lassen wir uns einen fahren. Also gut, statten wir Karadin einen Besuch ab. So, fahren wir jetzt da direkt hin? Oder muss ich wieder reiten? Nee, es fährt direkt hin, das ist ja schön. Ich glaube, ich weiß, wie wir reinkommen. Ich habe einen Plan. Wenn dein Plan nicht das Ausschalten von Wachen vorsieht, sollte er überarbeitet werden. Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein.
Okay, das ist neu. Kommt rein vor allen Dingen, das ist... Hat er da die intelligenten Wachen nach draußen gestellt? Fühlt euch ganz wie zu Hause. Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Das ist interessant. Ihr wisst, wer ich bin und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du? Aus der Katzenschule. Gibt nur noch wenige von uns. Ja, das ist erstmal die erste Frage. Na gut, andererseits, das ist ja ein... Hexer können keine Kinder haben. Aber Mündel. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Hat er den Körper nicht abgebaut? Ich meine, das sind gewissermaßen sind die ja nur mutiert, dass sie stärker werden können. Aber wenn er jetzt hier schon eine Weile Philanthrop ist, dann ja, Kaufmann. Dass Hexer Meuchelmörder werden, kann ich noch verstehen, aber Kaufleute? Warum denn nicht? Wir träumen doch alle davon, unser Leben zu ändern. Ich habe es nicht beim Träumen belassen. Angeblich ist noch kein Hexer je in seinem Bett gestorben. Ich habe vor, der Erste zu sein. Das muss ich noch rausstellen. Ja, genau deswegen. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Jungs, nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen mit mir sprechen. Haben sie gerade schon gesagt, aber sie sagt langes Schweigen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die Geschichte hier ausläuft. Ich bin ganz Ohr. Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Ich kann jetzt mal über alles Mögliche reden. Schön hast du es hier. Ich habe anscheinend ein Händchen fürs Geschäft. Jetzt habe ich genügend Geld, um meiner Familie die feinen Dinge des Lebens zu bieten. Mit einigen Resten für die Philanthropie. Die Einrichtung von Frau Marabella verschmäht kleine Spenden nicht. Und die Kasse für Witwen und Waisen der Stadt übrigens auch nicht. Aha. Deine Frau weiß, wer du warst? Wir sind ganz ehrlich und haben keine Geheimnisse voreinander. Sie betet jeden Tag für mich. Und weißt du was? Es scheint zu helfen. Verdammt nochmal! Ganz ruhig, Lambert. Der Platz hier gleich. Ich habe ja alles gestanden, bevor wir geheiratet haben. Dieser Tag war für mich wieder Anfang eines neuen Lebens. Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elanda ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn, wie an alle anderen auch, mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat. Das Ding ist, ich muss hier gleich eine Entscheidung fällen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich mache. das diskutiere ich gleich, wenn es soweit ist. Wie lautet deine Version der Geschichte? Aiden hatte den Auftrag, den Fluch von der Tochter des Herzogs zu brechen. Er nahm das Geld, verfuschte den Auftrag und verschwand, als das Mädchen starb. Du hast das Geld gekriegt? Wir wollten ihn nicht töten. Wir waren Schuldeneintreiber. Er hatte das Geld schon ausgegeben, deshalb verlangten wir seine Schwerter. Als er sich weigerte, kochten die Gemüter hoch. Vienne, unsere Scharfschützin, verlor die Nerven. Sie traf Aiden genau ins Auge. Später hat sie ihre Version der Geschichte erfunden, wohl um ihr Schuldgefühl zu besänftigen. Das Ding ist, ich könnte natürlich auch locker lügen, ne? Ich habe genug gehört. Was jetzt? Tja, das ist eine gute Frage, nicht wahr? Du hast dich verändert, deine Reue, sie ist gespielt. Ja, das ist nämlich die große Frage, ne? Andererseits, der hat ja relativ, er wusste ja, dass wir kommen. Andererseits konnte er im Moment nicht genau abpassen. Der hat eigentlich einen wunderschönen Familienmoment gerade hingestellt. Das ist entweder so, weil er das öfter hat, oder weil er es halt sehr, sehr gut vorgedingst hat. Aber nee, ich weiß auch nicht, wer die anderen Dings. Ja, schwierig, ne? Wir können natürlich auch nicht irgendwie verifizieren, ob er gelogen hat oder nicht. Und, für Boost ist es zu spät.
Wir lassen dich in Ruhe. Warte mal, das ist... Von den zwei Optionen sehen sie sehr aus, würden wir ihn in Ruhe lassen. Was war das da? Du hast dich verändert. Eindeutig. Vergebung. Das ist mein einziges Ziel. Aber wer glaubt denn sowas? Du glaubst ihm diesen Scheiß? Der Bastard redet sich doch nur raus. Verschone ihn, töte ihn. Oh Mann. Ich bin doch immer so eine gute Seele, ne? Das ist... Scheiße, ey. Tja. Lambert ist ehrlich gesagt auch nicht gerade irgendwie die beste Informationsquelle. Der hat auch nur gehört, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, scheiß es drauf. Lass ihn. Wir gehen. Hast du sie nicht mehr alle? Lambert, das ist eine der Situationen, in der du wahnsinnig angefressen bist, dich aber lieber zügeln und auf deinen vernünftigen Freund hören solltest. Lass uns gehen. Verdammt, Geralt. Weiß nicht, ob ich dir das verzeihen kann. Oh Gottchen. Ich hab gesagt, lass uns gehen. Du kannst immer zurückkommen. Danke. Erklär dich bitte. Das werde ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Carradine nicht kaltblütig ermordet werden sollte. Wenn du das anders siehst, kannst du immer zurückkommen, ohne mich. Am liebsten würde ich dich windelweich prügeln. Wir sehen uns. Irgendwann. Mach's gut, Lambert. Na, das war ja ein antiklimatisches Ende von der ganzen Geschichte. So, das musst du nicht machen. Ach, genau, ich wollte zum Hafen laufen, was sich das gerade anbietet. Warte mal, hier ist aber auch ein Friseur, ne? Warte mal, das bietet sich ja nicht gerade an, weil ich glaube, alle Friseure können alles machen, oder? Guten Tag, mein lieber Barbier. Grüß dich. Gegrüßt sei der gnädige Herr. Rasierer, Scheren, Messer, alles ganz frisch geschliffen. Ich brauche einen Haarschnitt. Kriegst du das hin? So wie er aussieht, nicht unbedingt, oder? So. Ach, man kann den Bart trimmen. Glatt rasiert. Sympathische Koteletten? Ernsthaft? Was nicht alles so geht. Na gut, komm, machen wir mal einen glattrasierten Geralt aus den Vorgängern. Mal gucken, wie das so klappt. Obwohl, hat Jen nicht was gesagt, sie mag den Bart? Ach, was soll's. Das sieht echt auch ganz schön. Warte, geht der San Andreas mäßig? Vollbart getrimmt? Das sieht irgendwie doch ganz schön scheiße aus. Also, er sieht auf jeden Fall deutlich jünger aus, ne? Aber irgendwie. Jetzt habe ich mich an den Bart Geralt gewöhnt. Okay, jetzt ist nämlich weniger Bart. Achso, das ist jetzt... Ach, das ist Vollbart getrimmt. Vorher hatten wir Vollbart nicht getrimmt. Na gut, soviel dazu. So, rasiert bis auf den Schwertschwanz. Wie soll das denn aussehen? Offen nicht zu lang. Seiten rasiert oben ganz... Den elfischen Rebellenschnitt? Seiten rasiert, aber das müsste so ein... Oben kurz, hinten... Ja, das sieht richtig kacke aus. Offen nicht zu lang. Lang und offen. Warte mal, wie sieht denn lang und offen aus? Ich meine, da muss man ja nichts verschneiden. Oder müsste ich ja eigentlich von da aus noch... Friseurbesuch ist schon anstrengend, nicht wahr? Ach du Scheiße. Das lassen wir mal lieber. Du sind dein Kopf zusammen. Also das hatten wir. Das sieht wahrscheinlich richtig doof aus, oder? Ich meine, nicht egal, was es gerade kostet. Ich weiß nicht. Oben kurz. Okay, gut, das ist ja eine richtige Scheiße. Gut, den elfischen Rebellenschild hatte ich, glaube ich, die ganze Zeit in Witcher 2. Der war eigentlich gar nicht so toll. Aber immerhin schön, dass man die Haare mal hin und her schneiden kann. Das ist, weil normalerweise beim... der elfische Rebellenschild, ach komm, ja, dann lass mal den da. Bis dann. Der elfische Rebellenschnitt, jetzt geht's los. Naja. Wie die Haare so hinten bleiben? Na ja, der elfische Rebellenschild. Seite. Tja, schade, so ist das Leben. So, dann mal auf zum Hafen. Aber in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, Witcher 3 Wild Hunt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.